So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und ihr werdet euch wundern, warum wir hier sind. Naja, ich hatte ein paar Probleme mit Mods. Das war nicht so schön. Naja, und wir haben Post. Also, ich musste jetzt ein paar Mods rausnehmen und dann irgendwie kaputt und so. Okay, Sie sind an einer beruflichen Veränderung interessiert. Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit einem eigenen LKW. Wir bieten überzeugende Frachtarten von bis zu 5.400 Euro pro Auftrag. Sollst du über ein eigenes nur Fahrzeug verfügen, wenn Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Nürnberg. Dachse, Nürnberg. Ja, ne, ich habe keinen eigenen LKW, also interessiert mich das nicht. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Wenn nicht, muss ich noch ein paar Mods raus tun. Ich habe jetzt auch die Lautstärke meiner Meinung nach perfekt angepasst. Und ja, dann fahren wir jetzt mal das Autobahnkreuz. Jetzt war das Navi aus. Hier steht nämlich schon überall schön groß. Ach ja, wir fahren übrigens nach Frankfurt, ne? Ich weiß gar nicht, was wir fahren. Steht überall groß und deutlich. Hier geht's nach Frankfurt, ja. Das musste ich jetzt so sagen. Das ganz rüber zu ziehen bringt auch nichts. Das wäre ja nur für ein paar Meter, ne? So, der LKW wird sowieso nicht die höchste Geschwindigkeit lassen schaffen, deswegen kann ich eigentlich dauerhaft auf W bleiben. Zurück auf 40. Und also wenn jetzt das Spiel wieder abstürzt, dann werde ich wahrscheinlich wieder die Aufnahme löschen, so wie ich mich kenne. Und ja, ich habe sie voll gelöscht, weil mir das Spiel irgendwie alle 10 Minuten abgestürzt, ne? Da haben sich irgendwelche Trailer überschnitten, deswegen habe ich jetzt einfach mal alle großen Trailer-Mods, die ich da gerade gefunden habe, rausgetan und weggeschmissen und auf brutalste Art eben weggetan. Ne? Ja. Deswegen sollte das jetzt vielleicht etwas besser funktionieren, ne? So. Die gemütliche Autobahnfahrt fahren wir jetzt vor uns. Ja, ne? Und ich habe auch noch geskillt die zweite Stufe von Gefahrentransporte. Das heißt, die können wir jetzt auch fahren. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt fahren. Ja. Fuck, wird wieder links, aber ich warte erst, bis rechts wirklich eine Abzweigung kommt. Im Notfall muss ich halt abbremsen wegen dem Auto da gerade. Ich hoffe, es ist ja auch richtig, aber ich glaube schon. Ich hoffe einfach mal. Mehr kann ich da jetzt auch nicht machen, ne? Schön beschleunigen auf die 10 km/h, die das Ding schafft. Da habe ich ja richtig Vorfreude von seinem ersten LKW, wenn der dann mal, wenn wir ein bisschen Geld dafür investiert haben, was unter der was unter der Haube hat, also richtig hart Leistungen, ne? So, ich habe auch meiner Meinung nach den Ton perfekt eingestellt. Ja, ne? An der Musik muss ich wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren, aber der Ton soll jetzt perfekt passen. Das heißt, ihr solltet mich jetzt auch verstanden haben, wo ich mich gerade rausgebeugt habe durch die Glasscheibe, wie man hier schon sieht. Ich sollte mehr auf den Weg gucken. Und da vorne haben wir irgendwas. Dampft das da hoch? Ich glaube schon. Ja, sieht aus wie Dampf. Meiner Meinung nach etwas misslungen, der Dampf, aber wie Dampf oder im Rauch, irgend sowas in der Art, ne? Ist ja alles fast das gleiche. Ach, die anderen haben die Lichter angemacht, sagt er. Okay. Machen wir natürlich auch unser Licht an. Es ist wahrscheinlich langsam Abend und so. Und dann ist es schade, dass wir kein eingebautes Navi haben. Hätte ich gern. Ich traue mich gar nicht mehr ausbeugen. Ich glaube, das ist ja nicht so gesund, wenn man sich so mit fast 100 km/h auf der Autobahn den Kopf einfach mal rausstreckt. Und dann war das nächste Auto, wumm, und das war's mit dem Kopf.
Ich möchte hier niemandem ein brutales Kopfkino bescheren. Deswegen erzähle ich euch natürlich alles gruseligen Geschichten. Ne? Ich werde jetzt einfach mal versuchen, etwas länger aufzunehmen und so viel wie möglich im Voraus hochzuladen, damit das dann auch funktioniert. Also über die paar Wochen, die ich jetzt noch Sommerferien habe, die paar vielen Wochen, die ich noch Sommerferien habe, soll das jetzt eigentlich auch ganz gut funktionieren, weil danach bin ich mir nicht mehr so sicher. Wenn die Schule losgeht. Ja, ne. Das habe ich da noch ein bisschen mehr anstrengend als im letzten Jahr. Ich komme jetzt nur in die Klasse, das wird ja beim. Also irgendwo bewerben will, wird das ja vorgereicht, und wenn ich dann wieder mit 10-4 im Zeugnis dastehe. Not so good, bitch. Not so good. So, man sieht schon, die Autos fahren auf jeden Fall viel schneller, weil wenn man so schnell LKW hatte in ETS 2, dann konnte man einfach die Autos überholen. Ja, ne? Mich irritiert dieses Geräusch etwas. Das jetzt weg ist und jetzt wieder da ist und jetzt weg ist. Was ist das? Ich denke auch die ganze Zeit, mein Auflieger fliegt um. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich glaube, der fliegt gleich um. Sieht so schief aus. Wir können uns das nochmal von außen angucken. Weil ich jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Steuerungsprobleme bekomme. Auf jeden Fall ganz schön aus. Ich glaube, den haben wir doch bei unserer allerersten Lieferung gefahren. Ja, ne? Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Sieht auch wieder die Gefahrenkennzeichnung. Mal kurz gucken, ob die zur Stufe 2 passt. Ja, hier. Klasse 2 Gase. Das ist das Zeichen hier, glaube ich. Und hier ganz am Ende bekommen wir noch schon ätzende Stoffe. So. Das 6 kommen dann brennbare Flüssigkeiten ab Level 3. Wann haben wir den Zucker Level 3 erreicht? Nee, nicht schneller Auftrag. Ich will nicht schneller Auftrag. Kein schneller Auftrag. Ich will hier die Karriereentwicklung sehen. Das könnte vielleicht auch etwas dauern. Ich weiß nicht, wie viel man zum Durchschnitt bekommt. Ne? Wir haben auch schon 33 Minuten gespielt. Ich vermute, das ist jetzt für den Account gemeint. Ne? Ja, 0,6%. Es liegt daran, dass die Map ein bisschen größer ist, wie ich ja schon gezeigt habe. Es wird aber bestimmt auch mal lustig, irgendwo hier da hochzufahren. Also zum Beispiel hier. Das sieht aus wie eine große Brücke. Ja. Oder mal ja, nach Afrika zu fahren. Ne? Hier schön mit dem Boot. Oder hier auch. Komm mal hier nicht hin, ist da ein Boot? Nee. Oh, und da ist Obi. So, nehmen wir mal wieder schnell die Innenansicht. Am Schluss ist der Ton doch noch zu laut, ne? Wäre ja nicht so schön. Und ich habe schon wieder das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte, und zwar mit dem Spiel Pause drücken. Ah, naja. Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm. So. Gefallen unserem Arbeitgeber wieder ein bisschen auf die Tasche und getanken. Das mache ich eigentlich immer sehr gern. Ein bisschen den Arbeitgeber ärgern, auch wenn das dem scheißegal ist, weil er ist nur irgendwas, das gar nicht existiert. Und eigentlich existiert er gar nicht mal im Spiel, sondern es existiert nur der Auftrag und ich. Die KI. Ja. So, mal gucken, ob er ihn. Schöne, knackige 1000 Euro zahlen können, zahlen lassen können. Hier wieder durch das Fenster, wie man hier schon sieht. Haben wir jetzt unser Kopf halb durch die Scheibe gesteckt. Und steckt ja wahrscheinlich so die Scheibe mitten im Kopf drin. Ah, naja. Jo, schön mal 1000. Okay, muss ihn also zweimal starten, bevor er hochfährt. Bevor er richtig startet. Naja. Passt schon. So, weiter geht's. Schön hier wieder beschleunigen.
auch immer ganz schnell auf meinem anderen Spielstand gemacht. Immer auf volle Kraft beschleunigt und dann einfach mit allem, was geht, durch die Tankstelle gerast. Dann noch mit schönen No Speed Limit Mod, schöne 140 und dann BÄM war es dann mit dem LKW. Oh ja. So ist Stadtleben eben, ne? So. Ich habe auch immer noch keine Gesprächsthemen. Könnte da liegen, dass der erste Part noch gar nicht draußen ist. Könnte da liegen, dass mir, auch wenn der erste Part draußen ist, keiner was in die Kommentare schreibt. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, wir werden den LKW mal überholen. Komm schon, gib alles. Du kriegst den. Komm schon. Das könnte sie doch etwas ziehen. Ich glaube, wenn ich jetzt Vollgas geben, dann soll das passen. Jetzt zieht er uns davon. Uiuiui. Hier wäre ich jetzt fast reingefahren, ne? Wenn er jetzt hier ist, so ich. Oh, da ist niemand rüberziehen und bäm, werde ich ihn gerammt. So, jetzt aber. Moin, ich das Licht an, wie viel Uhr ist es überhaupt? Wir können hier mal kurz auf unser Handy gucken. Es ist 16. Warum mache ich denn das Licht an? What the fuck? Da bin ich doch gar nicht hin. Ich hoffe, dass ich. Wollte ich da hin? Ich hoffe, dass ich da nicht hin wollte. Ich wollte da hin, fuck. Das, was ich jetzt mache, bitte nicht daheim nachmachen. Das könnte zu schweren Verletzungen und Ähnlichem kommen. Das Problem der Leitplanke. Ich muss jetzt irgendwie weg. Fahr, fahr, fahr. Für eine Aktion, ich bin doch verrückt. Ich sag's, wenn jetzt Auto kommt, ich habe keine Ausweichmöglichkeiten, ne? Oh Gott. Das sieht nicht nach dem Ende aus, dass die Leitplanke öffnet. Ja, das könnte dann unter Umständen doch etwas dauern, bis ich wieder auf die richtige Fahrbahn komme. Ich hoffe mal, wir bekommen jetzt keine Strafe. Wir schon blinken. Nein! Bist du doch nicht jetzt rüber? Einfach hier Warnblinker rein. Mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Ja, ja, ja. Eine Öffnung der Leitplanke. Oh, ich dachte, jetzt dutscht doch der Aufleger. So, jetzt schalten wir aber mal aus der Hände an, weil ich nicht genau weiß, wo wir hin müssen. Nach rechts. Ich will gerade echt überlegen, ob ich das so anlasse. Das ist eigentlich ganz angenehm so. Ich lasse das jetzt mal so und ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser findet. Bei mir ist eigentlich egal, in der Stadt muss ich spätestens sowieso anmachen. Naja, ne? Also ich glaube, es könnte jetzt vielleicht ein paar Probleme mit dem Auto da rechts von mir geben. So, erfolgreich gemeistert. Muss auch noch einparken. Oh Gott, oh Gott. Voll um die Kurve. Allem, was geht.
Sieht da schon ganz gut aus. Hier nimmt immer diese Spacken, die man vorher noch sagt. Ey, ey, ich nehme jetzt auf, ne? Schlaf mal nicht. Oh Gott. Wie, das passt nicht. Ich war perfekt drin. Er muss weiter hinter. Upsala. Ja. Bam.